Heiliger Roblox, ich bin schwanger. Da ist Mini Blue in meinem Bauch. Ich will essen. Hallo Jungs, Papa füttere mich. Hey Lucy, schau dir meinen Bauch an. Oh mein Gott, ich werde ein Vater sein. Mein Rainbow Friend ist schwanger. Unglaublich. Mein Gott, das ist ein Junge. Lucy sollte das Baby treten. Ich glaube ja. Lasst euch ein Spiel einfallen, um ihn zu beruhigen. Nun, ja, ich habe eine Idee. Meine treue Troomsas Kosmetiktasche wird mir helfen. Wir werden einen modischen Look für deinen Bauch kreieren. Fangen wir an. Wie wäre es mit einer Krone für den kleinen König des Grauens? Fabelhaft. Die Mütze für den Bauch ist fertig. Lass ihn uns anprobieren. Oh, was für ein süßer Bauch. Cool, jetzt hat mein Baby auch eine Krone. Das Bauch-Make-up ist fast fertig. Was für ein hübscher Kerl. Wir müssen uns den Moment merken. Lou, lass uns ein Selfie machen. Lasst uns Horror sagen. Horror! Oh, der Junge hat sein erstes Wort gesagt. Begabter Junge. Oh, wie peinlich. Ich fühle mich wie ein Nilpferd. Ich will nur noch auf der Couch liegen. Nein, so kann ich nicht atmen. Lucy, hilf mir! Lucy! Was ist passiert? Ich kann mich wegen des Bauches nicht hinlegen. Deshalb hast du mich also gerufen? Obwohl, ich habe eine Idee. Ein Schwimmring wird dir helfen. Warte, du musst ihn erst aufblasen. Oh je, ich hätte eine Pumpe mitbringen sollen. Ich würde gerne ein paar verängstigten Leuten hinterherlaufen. Aber jetzt muss ich mich erst einmal auf die Couch legen. Erledigt. Wow, danke, Lucy. Endlich, mein Leiden ist vorbei. Das Baby und ich sind so müde. Perfekt. Ich fühle mich immer noch etwas unbehaglich. Es scheint, dass wir hungrig sind. Ich will etwas Leckeres. Zum Beispiel Chips. Ich mache eine Snack-Diät. Njom, njom, njom. Und Süßigkeiten zum Nachtisch. Lucy ruft an. Wo ist mein Telefon? Überall liegt Müll herum. Hallo? Hallo, ich komme bald nach Hause. Oh, das ist schlecht. Ich muss mein kleines Essensverbrechen vertuschen. Ach was. Warum habe ich nicht so lange Arme wie Green? Ich weiß, was zu tun ist. Hilfe! Hier, Sir. Jetzt wird mir kein einziges Stück Plastik mehr entgehen. Wunderbar. Ein weiterer Lifehack für Schwangere. Blue, ich bin zu Hause. Hoppla, hoppla. Lass uns heute einen Film anschauen. Ich habe Popcorn mitgebracht. Es ist kochend heiß. Nun, ich muss meine Diät einhalten. Nur ein einziges Mal. Mach dir keine Sorgen. Oh, ein cooler Schauspieler. Ja, sieh mal, was er macht. Aha, das ist urkomisch. Erstaunlich. Ich habe schon lange nicht mehr so viel gelacht. Hey, Blue, weinst du etwa? Ach, komm schon, Kumpel. Diese Geschichte hat definitiv ein Happy End. Aus irgendeinem Grund war ich so traurig. Nun, unser Heimkino verwandelt sich in einen Wasserpark. Oh, ich weiß die Lösung. Wer ist hier der Heimwerker-Experte? Ich werde den Regen stoppen, mein Freund. Was ist das? Ein Antitränenpflaster. Jetzt kannst du so viel weinen, wie du willst. Cool, danke. Du bist fantastisch. Besser? Ups, ich scheine das Ausmaß dieser Naturkatastrophe unterschätzt zu haben. Nun, ich habe getan, was ich konnte. Diese schwangeren Monster. Ein neues Video auf True? Interessant. Hallo. Hi, setz dich. Was schaust du? Habe ich viel verpasst? Die neue Folge der Sportskanone gegen den Streber ist raus. Cool. Oh Mann. Die Hitze bringt mich um. Es ist wie 100 Grad. Ich habe eine Idee. Es sollte helfen. Ja, eine kühle Brise. Mehr. Ich fühle mich, als würde ich kochen. Wow. Genau das, was wir brauchen. Die maximale Abkühlung. Fantastisch. Nein, hier ist eiskalt. Ah, was soll ich tun? Umarmungen? Es ist immer noch kalt. Stopp, Eureka. Du musst gut in Decken eingewickelt sein. Puh, jetzt ist mir ganz schön heiß. Und wie geht's dir? Aufgewärmt? Mir geht es großartig. Danke, Lucy. Okay, also schauen wir uns jetzt Truman an. Ah, welche Socken soll ich heute tragen? Vielleicht diese? Eine schwere Entscheidung. Ich kann mich nicht bücken. Oh, das ist unmöglich. Hey, was ist das? Eine heimtückische Fernbedienung. Da steht was von Socken. Hast du Beine? Magst du es, Socken zu tragen?
Dann ist unser Produkt genau das Richtige für dich. Mit diesem tollen Werkzeug musst du dich nicht mehr bücken, um diese schicken Socken anzuziehen. Es wird alles für dich tun. Ja, ja, meine Damen und Herren. Ihr habt richtig gehört. Nur eine leichte Bewegung des Fußes und schon ist es erledigt. Du kannst dich nicht bücken? Nun okay, nimm es, Kumpel. Juhu, Wahnsinn. Ich bin gerettet. Gib es her. Ich danke dir. So, jetzt werden wir dieses Wundermittel testen. Interessant. Hey, wo ist die Anleitung? Okay, ich finde es selbst heraus. Jetzt werden meine Füße warm sein. Etwa so. Lou konnte sich nicht für die schönsten Socken entscheiden. Also beschloss er, alles auf einmal zu tragen. Hilf unserem Ungeheuer. Schreib in die Kommentare, welche Socken dir am besten gefallen haben. Toll. Jetzt sehen meine Füße schick aus und sind vor der Kälte geschützt. Ich brauche das Ding nicht mehr. Was kommt im Fernsehen? Oh, ein Horrorfilm. Toll. Das ist eine Katastrophe. Wegen dieses Bauches passt mir keine Kleidung mehr. Der gesamte Kleiderschrank sollte weggeworfen werden. Was soll ich tun? Ich will wieder schlank sein. Sogar meine Hosen passen nicht mehr. Lucy! Oje! Autsch, was ist passiert? Ich kann meine Hose nicht zuknöpfen, weil ich einen Bauch habe. Wie hilflos du bist. Und du nennst dich immer noch ein Monster? Okay, ich werde dir helfen. So viel Aufregung um nichts. Hier, nimm das. Ein Haarband? Was soll ich damit machen? Ich habe doch gar keine Haare. Komm schon. Zieh einfach deine Hose damit an. Verstanden? Ah, ich glaube schon. Warte mal kurz. Es hat funktioniert. Siehst du? Die Lifehacks helfen immer. Tschumlala. Lucy, ich kann mein Hemd nicht zuknöpfen. Schau. Es passt nicht, weil es so dick ist. Hilf mir. Oh. Ich habe eine Idee. Dreh dich um. Kinderleicht. Erledigt. Jetzt passt mir das Hemd perfekt. Danke, mein Schatz. Gern geschehen. Oh nein, ich hasse es, wenn du das machst. Ups. Jetzt habe ich Klamotten. Ich bin bereit für die Party. Cool. Hi, Lucy. Vanessa. Eine wunderbare Babyparty. Und was ist das? Ein veganes Sandwich? Wer hat die Speisekarte für die Party gemacht? Haben wir hier irgendetwas Leckeres? Ich glaube, ich bin am Verhungern. Na, und wen haben wir hier? Köstlich. Was ist das für ein... Ah! Komm her, Süße. Mama, Hilfe. Lou, herzlichen Glückwunsch. Hier ist ein Geschenk für dich. Puh, ich habe ihn nicht verärgert. Wir lieben dich. Hier ist ein weiteres Geschenk. Darf ich deinen Bauch reiben? Oh, ich will auch. So süß. Wow, das Baby strampelt. Ah, das reicht jetzt. Ich bin keine Attraktion. Warte mal kurz. Ich habe einen schlauen Plan. Als erstes muss ich diese Canapés loswerden. Hey, was? Einfrieren. Perfekt, genau so. Ich brauche das nicht. Okay. Jeder stürzt sich auf ein Häppchen. Das ist schon besser. Wie geht's dem Baby? Autsch. Was war das? Oh-oh. Hilfe. Bring mir Geschenke. Ich verstecke mich besser. Hey, wo sind sie hin? Ah, ich habe Wehen. Was soll ich tun? Atme tief durch, Blue. Sprich uns nach. Genau so. Beruhige dich. Atme. Alles ist unter Kontrolle. Oh nein. Ja, hör nicht auf. Dein Junge ist auf dem Weg. Ich werde den Bauch aufmachen. Ich glaube, ich kann den Kopf sehen. Mach dir keine Sorgen. Ich bin bei dir. Oh je. Aua. Meine Hand. Ganz ruhig, Blue. Wie interessant. Doktor, lass dich nicht ablenken. Ja, ja, natürlich. Fast fertig. Hier ist dein Baby. Wow. Was für ein süßer kleiner Junge. Lass mich ihn halten. So ein süßer Kerl. Und das Ebenbild seines Vaters. Unglaublich. Alles läuft nach Plan. Hallo, mein Name ist Lucy. Heilige Rainbow Friends. Nein, 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 das kann nicht sein. Überraschung. Jetzt bist du in unserer Falle. Mama. Ah. Puh, ich bin zu Hause. Alles ist in Ordnung. Mann, was für ein schrecklicher Traum. Ich muss mich entspannen. Lass uns etwas Lustiges anschauen. Was macht mein blaues Spielzeugauto in der Mülltonne? Oh, es ist ruiniert. Nate, das ist alles sein Werk. Mach dir keine Sorgen, Baby. Ich werde dich rehabilitieren. Das sollte dich wiederbeleben und du wirst wieder hübsch sein. Jetzt muss ich es nur noch ordentlich nähen. Du hast Glück, dass ich darin ein Profi bin. Du bist in guten Händen.
Bald werden wir wieder zusammen spielen können. Ich habe seinen Körper zusammengenäht, aber was ist mit seinem anderen Auge passiert? Ich habe eine Idee. Mein Knopfohrring sollte perfekt passen. Jetzt siehst du genauso aus wie vorher. Das ist doch ganz gut geworden, oder? Das wird nicht lange halten. Der größte Teil der Arbeit ist erledigt. Jetzt lass uns zur Krone übergehen. Und so treffen wir uns wieder. Ich werde dir etwas zeigen. Ein bisschen Schleim wird's schon richten. Mal sehen, wie Lucy das gefällt. Wartet er auf mich? Warum sieht er so schlecht aus? Nate! Also gut, Lucy, reiß dich zusammen. Ich muss beenden, was ich angefangen habe. Keine Sorge, ich werde dich retten. Das war's, du bist sauber und siehst jetzt viel besser aus. Der nächste Schritt ist, die Krone wieder auf deinen Kopf zu setzen. Wir zeichnen sie mit einem Marker auf das gelbe Papier und schneiden sie dann vorsichtig aus. Drehe sie zusammen, klebe die Seitenkanten zusammen und trage auch auf der Unterseite Kleber auf, damit sie an Blues Kopf kleben bleibt. So krönen wir unser Monster. Toll, das Spielzeug ist gerettet. Und es sieht sogar aus wie neu. Aber ich denke, es wäre keine schlechte Idee, dich ein bisschen zu verkleiden. Ich habe ein altes T-Shirt in der richtigen Farbe. Ich muss seine Narben verdecken. Ich zeichne ein kleines T-Shirt und schneide es dann aus. Ah, es ist so süß geworden. Ich muss nur noch ein paar Details hinzufügen. Du könntest auf jeden Fall ein paar schicke Accessoires gebrauchen. Jetzt bist du ein richtiges Modepüppchen. Lucy, ich muss mit dir reden. Ich komme, Daddy. Warte hier, ich bin gleich wieder da. Was ist passiert? Sag mir, wer hat das mit meinem Lieblings-T-Shirt gemacht? Ich nicht, ich hatte nichts damit zu tun, ehrlich. Wer war es denn? Nate, du warst es, wie es aussieht. So etwas würde ich nie im Leben mit deinem Ding machen. Es war Lucy, die es ruiniert hat und jetzt werde ich es beweisen. Das ist der Beweis. Tochter, ist das wahr? Da, Daddy, ich habe dir gesagt, dass sie es war. Er lügt. Das hätte ich von dir nicht erwartet. Aber ich habe es nicht getan. Das ist so unfair. Nate hat mich reingelegt und mein Vater glaubt mir nicht. Warum tut mein Bruder mir immer weh? Warum glühst du so? Oh, was ist denn hier los? Irgendeine Art von Magie. Ah, bitte iss mich nicht. Ich bin nicht lecker. Lucy, du musst keine Angst vor mir haben. Ich bin deine Puppe und ich bin zum Leben erwacht, genau wie du es wolltest. Ich habe gesehen, was dein Bruder mit dir gemacht hat. Aber jetzt werde ich nicht zulassen, dass du verletzt wirst, denn ich bin dein Freund. Ich kann es nicht glauben. Ich sehe, du hast Würfel. Hast du Lust zu spielen? Um zu gewinnen, musst du den Würfel finden, den ich versteckt habe, während ich versuche, dich zu fangen. Also los geht's. Ich kenne eine bewährte Methode, um ihn zu überlisten. Ich komme und suche. Ich komme, um dich zu holen, Lucy. Wo bist du? Ich war ein Profi in diesem Spiel, du kannst mich nicht besiegen. Ich habe den richtigen Würfel gefunden. Habe ich gewonnen? Nicht schlecht. Gib es zu, du hattest keine Chance gegen mich. Nur Anfängerglück. Können wir etwas anderes spielen? Ich habe eine Idee. Hier ist sie. Wer zuerst drei Glühbirnen in seiner Farbe in einer Reihe hat, gewinnt. Ich bin der Champion in diesem Spiel. Geschafft. Juhu. Der Sieg ist mein. Wie hast du das gemacht? Glückwunsch. Oh nein, ich habe ganz vergessen, dass ich heute in die Uni muss. Wirklich? Ich wollte schon immer mal dorthin. Hier ist dein Rucksack. Passt du da rein? Ich? Das glaube ich nicht. Was kannst du dann tun? Vielleicht solltest du schrumpfen. Ich könnte es versuchen. Nur eine Sekunde, ich muss meine Kräfte konzentrieren. Funktioniert es? Oh, es ist nur schlimmer geworden. Aber wenigstens wurde mein Kopf wieder zum Spielen gebracht. Versuch es noch einmal. Du bist nicht nur ein Spielzeug, du bist die Zauberhafte und du kannst wieder schrumpfen. Gut für dich. Das ist eine andere Sache. Nun, wir müssen in den Unterricht laufen. Also Leute, heute ist Freundschaftstag an der Schule. Hallo Lucy, nimm deinen Platz ein. Komme ich nicht zu spät? Hast du etwa das Thema dieser Stunde gesehen? Ich frage mich, wem du davon erzählen wirst, wenn du keine Freunde hast. Eigentlich weiß ich schon, wem ich davon erzählen werde. Also wer will zuerst zum Vorstand gehen? Ich bin beliebt und habe viele Freunde. Darf ich? Klar, Lucy. Von wem wird deine Geschichte handeln? Ich habe ihn mitgenommen. Er ist nicht nur ein Spielzeug für mich, sondern ein echter Freund, mit dem ich reden kann, weil er lebt. Das werde ich dir zeigen. Komm schon, werde lebendig, es ist sehr wichtig für mich. Es ist traurig. Und die Leute denken, ich sei komisch. Er ist nur schüchtern, er braucht Zeit. Was? Sie hat also nicht gelogen? Autsch, woher kommt dieser Keks? Hallo alle zusammen. Möchtest du etwas Wasser? Ja, danke. Um ehrlich zu sein, ich bin solche Reaktionen einfach nicht gewohnt. Wie gefällt dir meine Geschichte?
Und ich finde, sie hat eine gute Note verdient. Ich bin so beeindruckt von eurer Freundschaft, also bekommt Lucy eine 1+. Ja, das verdanke ich dir, Blue. Wie ist das? Das ist nicht fair. Ich meine, sie war schon immer eine Verliererin. Das lasse ich nicht durchgehen. Ich werde meine Schwester überraschen, damit sie nicht arrogant wird. Sie hat nur Angst vor Fröschen, Schlangen und anderen Reptilien. Das muss ich aufnehmen. Und, gefällt es dir hier? Das College macht so viel Spaß. Komm schon, mach es auf. Du hast alle so sehr beeindruckt. Wir gehen jetzt in den nächsten Unterricht, nicht wahr? Ah, wo kommen die denn her? Ich glaube, ich weiß, wer schuld ist. Wer wird dafür bezahlen? Es scheint, liebe Abonnenten, unser Streich war ein Erfolg. Das zahle ich ihm heim. Warte. Beruhige dich, er ist deine Frechheit nicht wert. Warte hier, schau zu und misch dich nicht ein. Ich bin gleich wieder da. Hast du den lustigen Blick auf ihrem Gesicht gesehen? Schreibe deine Ideen auf, wie ich meiner Schwester das nächste Mal einen Streich spielen kann. Ist das nicht sein Spind? Das wird ein Spaß. Ich frage mich, was er vorhat. Wow, du bist so schnell. Ich hoffe, das kann deine Stimmung aufhellen. Danke. Ich würde alles für meinen besten Freund tun. Oh nein, warum ist hier so viel Speichel drin? Das muss das blaue Monster gewesen sein. Was für ein schrecklicher Tag. Und warum habe ich so viel Pech? So habe ich das nicht geplant. Ah, fass mich nicht an. Beruhige dich. Ich habe etwas für dich. Hier, das ist dein Smartphone. Danke. Oh nein, es ist voller Speichel. Tut mir leid. Ich verstehe nicht, warum du so nett bist. Weißt du, ich wurde früher ständig von anderen Monstern schikaniert und Leute wie du hatten Angst vor mir. Sie dachten, ich sei furchterregend und böse, aber das war ich gar nicht. Aber im Spiel sahst du wirklich so aus. War nichts davon wirklich wahr? Ich wurde von anderen Rainbow Friends gezwungen, es zu tun. Sogar mein bester Freund, der Grüne, schikanierte mich, weil ich keine Menschen fangen wollte. Nur Lucys freundliche Hände gaben mir den Glauben an die Freundschaft und die Hoffnung auf das Beste. Danke, du hast mir die Augen geöffnet. Daddy, ich möchte dir etwas beichten. Was ist los? Ich höre dir doch zu. Eigentlich bin ich derjenige, der dein T-Shirt ruiniert und Lucy eine Falle gestellt hat. Es war nicht ihre Schuld. Du machst keine Witze, oder? Wegen dir musste ich sie anschreien. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Du hast gut daran getan, mir alles zu beichten, aber solche Taten haben Konsequenzen, also als Strafe. Du wirst das ganze Haus putzen müssen. Brutal, aber fair. Ich bin froh, dass er seine Lektion gelernt hat. Hey Nate, ich wollte dir für deine Ehrlichkeit danken. Und als Zeichen der Versöhnung habe ich dir etwas mitgebracht. Oh, das solltest du aber nicht. Es ist ein Spielzeug, das auch dein Freund sein kann. Wow, ich danke dir so sehr. Und es tut mir leid für alles. Jetzt habe ich auch einen echten Freund. Die Monster sind schon da, wir müssen weglaufen. Wo sind die Spieler? Wir suchen sie schon seit über einer Stunde. Vielleicht hatten sie Zeit, sich zu verstecken. Ich schaue mal hinter dem Nachttisch nach. Warte, ich bin es leid, alle zu fangen. Ich will mich nur noch hinlegen. Ja, und dafür werden wir nicht einmal bezahlt. Autsch. Du bist überarbeitet, Bruder. Oh, ich sehe noch eine Tüte mit Essen für Orange. Juhu, ich habe endlich den letzten Würfel gefunden. Die Quest ist erledigt. Was kommt als nächstes? Wow, jetzt habe ich eine Kiste mit einer goldenen Haut. Autsch. Was war das? Aha, hab dich. Nein, verschone mich, bitte. Oh, hier sind noch zwei Tüten. Jetzt kann ich die Münzen holen. Lucy hingegen hat die Aufgabe erfolgreich gemeistert. Wo kommt der Blue Friend her? Das macht es mir leichter, die Quest zu erledigen, während du ihn ablenkst. Oh nein, Mama kommt. Wir müssen die Beweise sofort verstecken. Also gut, aktivieren wir unsere besondere geheime Erfindung. Lass uns ganz natürlich handeln. Lass uns so tun, als würden wir lernen. Ja, ja, ein sehr interessantes Buch. Nate, jetzt wo du zurück bist, hilfst du mir? Warum haben wir angehalten? Wir werden gleich von Monstern aufgefressen. Endlich haben wir dich. Was machen meine lieben Kinder hier? Ihr müsst hungrig sein. Bedient euch. Und ich muss zum Set. Schließlich bin ich die Moderatorin der Show. Danke, Mama. Sie ist weg? Toll, wir können weitermachen, bevor unsere Figuren gefressen werden. Komm her, mein Gamepad. Ich kann es kaum erwarten, das Spiel zu Ende zu spielen. Und wo sind sie hin? Sie waren doch gerade noch hier. Oh, das ist gefährlich. Wir dürfen uns nicht sehen lassen. Ich bin durstig. Hallo, Lucy, sei vorsichtig. Ich habe es aus Versehen getan. Meine Hand hat gezittert. Ich habe es satt. Ich habe es satt. Ich will niemandem mehr hinterherlaufen. Wir sind jetzt frei. Was ist hier los? Sie kommen hier rein. Die Spieleinstellungen haben keine Kontrolle mehr über mich. Da bist du ja. Puh, jetzt können wir machen, was wir wollen. Green, komm her. Ich bin auf dem Weg. Out. Wie schwer es doch ist, schlecht zu sehen. Warte auf mich.
Ich liebe es, Rainbow Friends zu spielen, aber nicht im echten Leben. Sei leise, sonst hören sie uns noch. Nur das nicht. Sie sind schon da. Wie unheimlich. Wow, was für ein cooles Gamepad. Puh, ich bin beim 5. Versuch rausgekommen. Du hättest mir wenigstens helfen können. Ich bin gerade mittendrin und versuche, die Kinder zu finden. Na, hallo? Sie haben uns gefunden. Was sollen wir tun? Wir haben keine Wahl, wir müssen aufgeben. Hallo? Sie sind so groß und unheimlich. Was sollen wir mit ihnen machen? Sollen wir sie essen? Und wie sollen wir das Mama erklären? Ich habe es satt, im Spiel zu sein und ich bin überhaupt nicht hungrig. Ich habe eine Idee. Du wirst uns coole Betten bauen. Ich dachte nicht, dass ich jemals ins Spiel kommen würde. Jetzt tauschen wir den Platz mit ihnen. Während sie beschäftigt sind, können wir uns ausruhen und essen. Sollen wir Souvenirs aus dieser Welt mitnehmen? Goodies sind perfekt. Nimm viele davon mit. Orange wird sie bestimmt lieben. Oh, hast du das auch gehört? Das müssen ihre Eltern sein. Lasst uns in Deckung gehen, bevor wir entdeckt werden. Was immer du sagst. Oh, warte auf mich. Haben die Kinder so eine Sauerei gemacht? Die kriegen jetzt ein ernstes Gespräch. Ich glaube, hier ist jemand. Ich bin zu Hause. Warum ist es hier so laut? Wo sind Nate und Lucy? Puh, das war knapp. Lass uns nach den Kindern sehen. Im Spiel zu sein ist so ungewöhnlich. Wie sind wir überhaupt hierher gekommen? Und wann hattest du Zeit, dich umzuziehen? Ich weiß es nicht. Und du? Sieht aus wie eine Wildhaut. Warte, ich habe etwas gefunden. Woher kommt die Glühbirne? Nun, ich werde es später herausfinden. Sie haben den Fernseher ausgeschaltet. Das wird uns nicht daran hindern, hier rauszukommen. Hey! Ah! Erschreck mich nicht so! Ja, wir kommen hier nicht mehr raus. Wir müssen das tun, worum sie uns gebeten haben. Eines ist schon da, also werden wir diese Materialien für das zweite benutzen. Wenigstens haben sie die richtigen Werkzeuge. Sollen wir loslegen? Sieh es einfach als eine weitere Spielaufgabe an. Machen wir ihnen ein luxuriöses Etagenbett, dann können sie darauf schlafen und wir können gerade noch entkommen. Schau, ich habe den Rahmen gebaut. Oh, das ist genau das Richtige. Gut gemacht. Lass mich dir helfen. Also sei vorsichtig. Erledigt. Lass uns die weichste Matratze in der ganzen Spielwelt suchen. Oh, schwer. Diese Seidendecke wird Ihnen bestimmt gefallen. Hier ist der Durchgang zu Ihrem Schlafplatz. Wow, du hast dich entschieden, ihnen einen geheimen Raum zu geben? Das ist originell, aber nicht genug bunte Farben. Du hast recht. Und ich weiß sogar, wo ich die richtigen Farben bekomme. Grün und Blau sind perfekt. Auch wenn der Green Friend nicht gut sehen kann, ist das eine Wahl, die er schätzen sollte. Und das Oberteil wird für unsere lächelnde Fashionista sein. Ich bin fertig. Was ist mit dir, Bruder? Und ich habe alles sicher festgeschraubt. Hey, sollen wir noch ein bisschen mehr Details hinzufügen? Was können wir ohne Dekoration machen? Es gibt doch sicher genug Klebstoff. Ich verstehe das nicht. Warum brauchen wir Luftballons? Damit sie weich sind, um darin zu schlafen. Ah, das ist eine tolle Idee. Oh, schau mal, was ich gefunden habe. Die Glühbirnen der Suche. Und warum habe ich sie nicht vor dir entdeckt? Ich habe auch ein paar gefunden. Aber was sollen wir mit ihnen machen? Eine Suche bringt uns hier nicht raus. Wir benutzen sie für Lichter. Stimmt, warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen? Lass sie uns reinschrauben, wie wir es immer tun. Bis jetzt läuft es richtig gut. Toll, sie glänzen so schön. Die Rainbow Friends müssen es lieben. Aber uns fehlt die letzte Glühbirne. Was sollen wir nur tun? Oh, ich weiß. Ich hatte gerade eine in meiner Tasche. Perfekt. Es ist ein Glücksfall für uns. Jetzt müssen wir nur noch die Leiter aufstellen, um in den zweiten Stock zu kommen. Toll. Hey, lass uns raus. Wir sind alle fertig. Ja, wir wollen eigentlich nach Hause. Ich schätze, sie haben uns vergessen. Oh, ich bin müde. Warum ruhen wir uns nicht ein bisschen aus, bevor sie zurückkommen? Ich unterstütze deinen Vorschlag. Die haben so coole Betten gemacht. Sieht so aus, als wäre es an der Zeit, dass wir in unsere Welt zurückkehren. Ich lege mich einfach für 5 Minuten hin. Was für ein welches Bett? Wir haben einen guten Job gemacht, wir können uns ausruhen. Hey, schlafen die schon? Hey, ihr zwei, wacht auf! Oh, ihr seid schon da? Wir haben schon auf euch gewartet. Ja, wir brauchen auch manchmal eine Pause. Warum steht der Junge nicht auf? Wach auf! Beruhige dich, alles ist in Ordnung. Und, haben wir den Job erledigt? Danke, du hast wunderbare Betten gemacht. Puh, es war gefährlich, aber wir haben es geschafft. Oh, und Mama ist gerade nach Hause gekommen. Mama, wir haben ein Spiel gespielt und dann haben uns die Monster gepackt und uns gezwungen, das Makeover zu machen. Beruhige dich, du hast wahrscheinlich nur viel gespielt und deine Fantasie spielen lassen.